Ja, hallo zu meinem Aussteigerkanal. Das ist ein Video über Socki oder Socks, die Katze, die blinde Katze. Das ist Socks. Hey Socks, sie sieht nichts, sie ist absolut blind. Hui, fall nicht vom Bett. Sie sieht gar nichts, die orientiert sich nur an meiner Stimme. Guck mal, wie dumm die aus der Wäsche schaut. Aber die ist herzallerliebst. Ja, Socks, ich bin da. Und ich war beim Tierarzt, die ist wirklich blind und hat auch keine Ahnung und auch keine Erfahrung gehabt mit blinden Katzen. Jetzt habe ich zwar einen Zaun, aber ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein Fulltime-Job, wie jemand, der halt komplett behindert ist oder so. Ich weiß nicht, ob die hier überleben kann. Ich habe keine Ahnung, die anderen Katzen werden sie wahrscheinlich rumschlagen. Jetzt muss ich mal rein in den Container, weil die fällt sonst vom Bett. Ja, die habe ich auf einem Schrottplatz gefunden. Ist okay. Hey, da bin ich. Komm mal her. Komm her, Schätze. Schätze. Hallo. Ja, ist schon mühsam. Hallo, Schätzchen. Aber sie ist wirklich, sie will, also ist wirklich ganz lieb. Wenn ich dann mal hier bin, die will schmusen und schmusen und schmusen. Will gar nicht mehr aufhören. Nee, sag's. Und sie freut sich halt, dass da jemand ist. Und wenn sie meine Stimme hört, ist sie ganz im Paradies. Aber es ist schlimm, eine blinde Katze. Also ich weiß nicht, ob das Quälerei ist, sie nicht einzuschläfern oder wenn man sie einschläfern soll oder nicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls tut es mir halt leid. In Portugal gibt es viele von diesen gefärbten Katzen. Da sehen ganz viele Katzen so aus wie die. Ja, so eine Mischung zwischen der Siam und so einer Hauskatze eben. Und sie tut mir halt leid. Ich weiß es nicht, was ich tun soll. Erstmal behalte ich sie. Vielleicht wird hier irgendwas anders oder besser, was ich bezweifle. Da sie ja die anderen Katzen auch nicht sehen kann, werden die anderen Katzen wahrscheinlich furchtbar auf sie draufhauen, wenn sie mal zufällig in den Weg der Katzen kommt. Und das ist halt unschön für sie, weil sie sieht halt nichts. Man muss nochmal die Augen zumachen, um zu wissen, wie das ist, dass man nichts sieht. Das ist doch schlimm. Du sollst auf dem Bett bleiben, Mensch. Bumm, mit der Kamera geschmust. Ja, ist halt schwer. Sie will halt immer nur Aufmerksamkeit. Und weil sie nichts sieht, ist sie die ganze Zeit nur am Schreien. Nur am Schreien. Und ich komm aufs Bett, komm, ab. Und ich muss halt antworten, damit sie weiß, dass ich da bin. So ist es halt, wenn man blind ist, wenn man nicht weiß, dass jemand da ist. Ich habe schon überlegt, ein Radio zu besorgen. Aber wenn ich nicht antworte, dann fängt sie fürchterlich schreien an. Aber sie ist in einer Kiste da draußen, also in einer, nein, in einer größeren Kiste, so eine Katzenkiste eben. Da hat sie alles, da hat sie einen Schlafplatz, Futter, Wasser, Katzenklo und wirklich war ganz super toll. Die geht ja tatsächlich aus Katzenklo, obwohl sie blind ist. Ganz super. Aber es ist halt mühsam, wie ihr seht. Ich muss die ganze Zeit aufpassen. Sie freut sich, dass sie meine Aufmerksamkeit hat. Aber guck, wie die sich verhält. Nicht da raus, du fällst raus, um Gottes Willen. Socks, Socki, da bin ich. Komm, Mäuschen. Pss, 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 pss. Komm her, hier, komm, hier. Ui, ui, ui. Komm mal her, Schätzchen. Komm mal her, hier, hier. Mühsam, mühsam ist es. Da bin ich, ja. Ich bin ja da. Sie ist halt so lieb. Ich kann mir gar nicht vorstellen, sie einzuschläfern. Oh, ich weiß auch nicht, wie ich es mit den Hunden hinhauen könnte. Weil sie sieht ja die Hunde auch nicht. Und sie verhält sich auch anders wie jede andere Katze. Und wie dann die Hunde da reagieren, weiß ich halt auch nicht. Ne, sag's. Aber sie freut sich, dass sie bei mir ist. Sie isst gut, sie trinkt gut, sie hat keinen Dünnschiss. Ich habe sie entfloht. Ja, die ist da auf dem Schrottplatz fast unseren Laster gekommen. Und den habe ich gerade noch gerettet. Und dann habe ich mir die angeguckt und dann habe ich mir gedacht, ne, die kann doch blind sein. Und der Tierarzt hat es bestätigt. Nicht jetzt. Ja, du bist blind. Du Blödel. Wieso bist du nur blind, sag mal? Mein Gott. Wenn ich ein reicher Amerikaner wäre, dann würde ich dir neue Augen kaufen. Okay, das war Socke, die blinde Katze. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit der. Tschüss.